Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tribes of Midgard. So, in der letzten Folge hatten wir ja ein bisschen Base-Umbau betrieben. Wir brauchen also demnach auch wieder Ressourcen ohne Ende. Halt Holz, Stein, alles Mögliche. Und der Winter hat begonnen. Schön. Ich möchte gern einen Teleporter hier drüben auf der Insel setzen. Also das möchte schon sein. Unterwegs farme ich natürlich alles Mögliche ab, was ich finde, denn ja, durch den Umbau der Base ist ein bisschen was an Ressourcen flöten gegangen. Und da braucht man wieder ein bisschen was. Ist aber nicht so schlimm. Das Farmen geht hier ganz einfach von der Hand. Unterwegs kann ich alles reparieren. Das ist auch geil. Und ihr hört auf, mich abzuschießen. Ja, Leder, Pelz brauche ich auch alles wieder. Levelaufstieg. Und das muss man natürlich machen. Denn ich habe da zwei Skill-Attribute gesehen, die ich gerne haben möchte, bevor ich an den ersten Zwischenboss gehe. Die möchte ich dann wirklich schon gerne besitzen. Lass mal hier runter. Einmal ganz kurz das da. Und lossegeln. Wir müssen nämlich wieder darüber und ich will dann versuchen, dass ich hier irgendwo den Teleporter setzen kann. Dass der halt wirklich mittig von der Insel ist. Den Bifrost-Teleporter. Und in der Zwischenzeit kann man ja mal ganz kurz hier reinlunsen. Das müsste ich jetzt noch haben, damit ich nicht mehr sterbe. Ich möchte aber gerne hier drauf jetzt gehen. Hinterlässt beim Rollen ein Trugbild. Das ist bestimmt, oh, richtig geil, so als Ablenkung. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Ich feiere das halt immer noch nicht, dass das Boot so langsam ist. Aber es könnte ruhig ein Ticken schneller sein. Und wir müssten dann später mal eventuell entweder reparieren oder aber irgendwo dagegen fahren. Nee, später dann mal reparieren. Aber ich würde gern erst einmal das austauschen jetzt. Weil das hat zwar drei Angriffspunkte weniger, macht aber gefühlt mehr Damage bei bestimmten Wesen, die mir Tag und Nacht begegnen. So, dann steigen wir mal aus. Bauen das Bötchen ab. Gehen an Land. Holen uns noch ein bisschen Loot. Oh, cool! Ich glaube, das Teil ist wirklich gut, um Mobs abzulenken. Sieht halt voll geil aus. Ich
So, und ich hätte gesagt, irgendwo mittig würde ich das gerne aufbauen. Müssen wir mal gucken, wie wir das da am besten machen. Da kam eine Menge Loot aus dem raus. Und ich muss bald wieder Essen herstellen. Das ist unser Knackpunkt. Wo sind wir aktuell? Ach, wir sind noch ganz weit da unten. Sag ja, das Schwert macht gefühlt mehr Damage als das Giftschwert. Ich weiß nicht warum. Eisen ist auch gut, das brauchen wir auch wieder. Eisen, Stein, Holz, das ist alles so das, was wir jetzt so wirklich brauchen. Jetzt sind wir ja so gleich da. Und der wollte gerade das Druckbild angreifen. Also das scheint damit wirklich zu klappen. Das ist geil. So, und hier ist genau die Ecke, wo ich eigentlich... den Teleporter aufbauen wollte. Wollen möchte. Müssen wir mal uns perfekten Platz raussuchen. Die greifen wirklich das Druckbild an. Das ist so geil. Hier oben sind halt überall Mobs. Das ist nicht gut. Wo sind wir denn jetzt? Dort? Hört doch mal auf. Hier, so eine kleine Anhöhe würde schon vollkommen ausreichen. Jetzt komme ich erst so teilweise in das Gebiet rein. Ah, ich verstehe. Da bauen wir das hier oben auf, würde ich sagen. Muss man mal gucken, von welcher Seite weniger Mobs kommen, dass die dann unseren coolen Aufstieg angreifen. Ah, ich denke mal, hier drin reicht das vollkommen aus. Ach. Ach, ich hab nur das dabei. Shit. Lol, das geht. Ich glaube, hier habe ich das Problem, dass hier oben immer welche spawnen werden.
Das ist natürlich auch nicht gerade gut. So, wir haben aber unseren Teleporter gesetzt. Was ich vergessen habe. Ja, das braucht man noch nicht reparieren. So, dann gehen wir wieder hier rüber und fahren noch ein paar Ressourcen an. Wenn die respawned sind. Das wäre auf jeden Fall geil. Von denen kriege ich ja diesen Bernstein. Da haben wir auf jeden Fall wieder große Knochen, die brauchen wir auch wieder. Natürlich, komm, lasst mich wenigstens looten. Da. Hinsetzen hier. Warum ist hier hinten was kaputt? What the fuck? Ich war das aber nicht. Darf ich hier wieder in das schöne Gebiet rein? Wäre sehr nett. Gegen Essen sage ich auch nichts. Ja. Schön, hier haben wir wieder Eisen, Stein. Oh, das gefällt mir. Knochen haben wir hier auch. Und den Smaragd. Oder Granat. Schön, schön, schön. Scheint alles respawned zu sein. Oder ich war in der Ecke noch nicht. Aber doch, eigentlich war ich hier schon. Nice, nice. Von denen brauche ich unbedingt diesen Bernstein. Mm-hmm.
Hat dir nicht viel gebracht, mich anzugreifen, hä? Und. Ja, aber nur ein. Das ist natürlich nicht schön. Da müssen wir doch gleich nochmal eins plündern gehen. Ach nee, das ist das mit dem Riesen. Au. Da war er down. Schön. Dann looten wir hier noch schnell. Nacht ist ja eh gleich rum, dann haben wir auch Ruhe vor den Heal-Monstern. Und wir haben wieder ein Level Up. So soll es doch sein. Auch angebrochen, das gefällt mir. Und wir haben auch schon gut Leben bekommen durch die Levels und durch die Skillung. Das gefällt mir auch. Ja, also hier waren wir auf jeden Fall vorhin schon. Hier ist alles respawned. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Was, da komme ich nicht ran, weil ich auch nichts mehr zum Hochbauen habe. So. Oh, da haben wir wieder Granat. Ey, wie dämlich kann ein NPC sein? Die springen ja schon alle freiwillig in den Tod. Ja, oder rennen in ihr Tod. Was ist denn das? Hallo, mein Name ist Gudrun, aber du...
Aber das weißt du ja schon, da du gekommen bist, um eine Führung zu erbitten. Das hast du nicht getan? Wie dem auch sei, benutze die Questtafel. Hier ist keine Questtafel. Und ich besitze auch noch keine. Aber interessant, dass hier ein NPC ist. Das ist gut zu wissen. Also, wir müssen uns demnächst um eine Questtafel kümmern. Das heißt, wir müssen den einen Zwischenboss besiegen. Das kann ja nur heiter werden. Wo sind wir denn jetzt? Dort. Nee, das war nix. Ja gut, mehr wird es hier gerade aktuell bestimmt noch nicht zum Abernten geben, weil woanders kommen wir noch nicht rein. Und wir haben ja hier schon jetzt wieder alles abgegrast. Hier oben ist halt noch ein bisschen was. Granat wäre noch geil. Aber okay, Eisen und Dings sage ich auch nicht. Nein, und Silber brauchen wir ja auch noch. Das müssen wir uns ja auch noch irgendwie besorgen. Das werden wir uns dann aber bei uns in der Base besorgen. Wenn ich nicht sogar schon Silber anbauen kann. Werden wir dann gleich mal gucken. Und zwar jetzt. Bisschen Zeit haben wir ja noch. Da ist eins. Ei, da gehen wir gleich direkt hoch wegen Silber. Und wir finden gleich instant zwei Vorkommen, ist das geil. So muss es sein. Und das war so ein Baum, der abends immer oder nachts leuchten tut. Da ist noch ein Silbervorkommen. Ihr habt nur zwei Silber raus? Ernsthaft? Wie der geflogen ist. Hier echt nur so wenig Silber aus dem Vorkommen? Moment. Nein, da habe ich das Silber zerstört. Danke, du Scheißvieh. Oh Mann, ey. Mal, ich habe immer noch das andere Schwert. Hä? So. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum mache ich eine Drehattacke und nicht diese ich werfe eine Kugel auf die Gegnerattacke. Pick is broke.
brauche Silber. Gegner sind zwar auch schön, aber Silber wäre jetzt besser. Da ist ein Silbervorkommen. Alter, da gab's 6 raus. Das ist ja mal geil. So kann's weitergehen. Ja, okay, hier werden wir kein Silber mehr finden. Aber noch ein bisschen Holz. Wo sind wir aktuell? Dorte. Ja, komm. Wir rennen durch den Sumpf zurück. Vielleicht finden wir noch mal das ein oder andere Silbervorkommen. Auf, oh ja, wenn man vom Teufel spricht, auf jeden Fall möchte ich zurück in die Base. Ja, da haben wir nochmal eins. Das waren wieder 4 Silber, nice. Holen wir uns so ein bisschen Holz. Eisen auch noch. Und dann kicken wir mal, was wir Neues upgraden können. Als allererstes muss ich halt wieder die Schmiede aufbauen. So, upgraden. Silber, 9 Stück. Können wir machen. So, da fehlen uns hier nur noch 21. Ja, es fehlt uns an 2 bestimmten Ressourcen, ne, die wir, glaube ich, noch nicht wirklich herstellen können. Das ist natürlich wiederum richtig Shitlino. Ach, du bist schon komplett aufgewertet. Bergbau, genau. Jetzt können wir das herstellen. Schön, wir haben 3... Doch, ich wollte schon sagen. So. Da fehlen uns nur die Flossen. Ja. Waffenstufe 3. Werkzeug haben auch wieder Stufe 3. Das ist halt der Gerber. Holzbretter können wir aber ein paar herstellen.
Gold müssen wir auch wieder uns besorgen. Ja, ein bisschen mehr als sonst. Es ist tatsächlich großartig, nur das Eisen und der Behauung. Oh, das kriegt man fertig. Ja, endlich. Doppeltür herstellen. Herstellen. Ich brauche 8 davon. Herstellen. Vier, 8, 19, 11 Stück. Nee, das braucht man nicht. So. Dann einmal das alles raus. Die kann raus, die kann raus. Ja, das den Rest lassen wir. Wir pflanzen jetzt hier noch an. So. Und so. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir uns dann ums Haus kümmern, dass es zu Ende gebaut wird. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Der Daumen nach oben ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.